Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution. Und heute schauen wir uns mal wieder einige neue Urzeitkreaturen an, die durch Mods in das Spiel kommen. Und wir fangen mit dieser hier an. Das ist der Seismosaurus. Laut der Mod-Beschreibung der längste Sauropode im Spiel. Hat natürlich einen sehr, sehr auffälligen Hals. Aber die Farben sehen richtig schön aus. Also der benutzt natürlich das Model vom Diplodocus. Das ist ja eigentlich relativ ganz gut erkennbar so von der Körperstatur und auch von diesen Stacheln oben. Aber es wurden sogar eigene Sounds hinzugefügt, was ich sehr cool finde. Das hat man nämlich sehr selten. Der ist aber wirklich sehr lang. Also ich glaube, der Diplodocus geht gerade mal so bis hier. Also ein ganzes Stück länger ist der noch. Und ich glaube, vorne der Hals geht auch ein Stückchen länger als beim Diplodocus. Das werden wir aber vermutlich gleich auch sehen, wenn er dann frisst. Weil die Animation dann wahrscheinlich dementsprechend aussehen wird. Was ein bisschen komisch aussieht, sind die Beine, finde ich. Oder? Ja doch, das sieht schon ein bisschen seltsam aus, wenn er läuft. Sieht nicht so gesund aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er frisst. Okay, die Fressensanimation ist ziemlich gut. Der geht sogar genau an die Blätter ran. Also dann ist wahrscheinlich der Hals von der Länge identisch wie bei dem Diplodocus. Nur ein bisschen breiter so. Aber der Schweif ist definitiv länger. Das sieht auch ein bisschen unnatürlich aus hier von der Bewegung und Haltung her. Aber das ist wahrscheinlich nicht anders machbar. Also die Farbkombination ist cool mit diesem Weiß, Schwarz, Rot. Finde ich sehr nice. Ich finde halt nur die Beine irgendwie komisch. Sie sehen so ungesund aus. Ich weiß halt nicht, wie die beim Original-Dinosaurier waren, bei dem Seismo. Wie auch hier solche Zacken drin hatten, wahrscheinlich schon. Aber das sah auch gerade in der Bewegung sehr unnatürlich aus. Hat halt sehr dünne Stelzen dafür, dass er so einen massiven Körper hat und Hals. Ist aber definitiv eine sehr coole Mod. Und kommt natürlich als neue Spezies hinzu. Eigentlich sind alle Mods, die ich euch zeige, neue Spezies. Mittlerweile kommen ja kaum noch Mods raus, die andere Dinos überschreiben. Wir sind auch schon über 200 Urzeitlebewesen oder sowas bei Jurassic World Evolution, wenn man alle Mods installiert. Also ist schon wirklich sehr, sehr viel. Ich würde aber sagen, ich zeige euch den jetzt auch nochmal kurz hier in dem Entwicklungslabor. Weil da sind ja auch immer neue Bilder und sowas drin. Da haben wir ihn, den Seismosaurus mit eigenem Bild, was eigentlich ganz gut passt. Und wir können jetzt auch mal einen anderen Skin freilassen. Dann können wir mal gucken, ob es da auch verschiedene Varianten gibt. Oh ja, der sieht auf jeden Fall anders aus. Hier schon mal so in die Ansicht, dann sieht man es besser. Der hat nicht mehr so viel Rot drin. Ist dann eher weiß-schwarz. Sieht aber auch sehr cool aus. Dieser Hals ist wirklich beeindruckend, wie massiv der ist. Ich werde jetzt auch nicht alle Skins freilassen, wenn ihr das oder die anderen Skins sehen wollt, dann könnt ihr die Mod ja selber ausprobieren. Die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, der Schrei ist auch sehr cool. Also so Custom Sounds finde ich richtig nice. So sieht der jetzt aus. Bin echt mal gespannt, wann die Modder es schaffen, eigene Animationen zu machen. Weil
So sieht es halt ein bisschen seltsam aus. Also der Schweif bewegt sich wirklich sehr unnatürlich, weil der halt so quasi herangeklebt wurde an die Original-Schweifspitze von dem Diplodocus. Und auch die Beine sehen ein bisschen komisch aus. Aber er fügt sich schon sehr gut hier so in das Landschaftsbild. Und damit kommen wir schon zum nächsten Mod. Einem Fleischfresser. Das ist der Postosuchus. Was ist das denn für Animation? Hat der das Model von einem Anki oder sowas? Oder einem Stego? Weil der hoppelt ja ganz komisch. Also ich glaube, normalerweise ist das so ein Fleischfresser, der auch gerne mal auf vier Beinen läuft. Also ich glaube, der kann auf beiden, also einmal zweibeinig laufen oder auch vierbeinig. Aber ich glaube, hauptsächlich bewegt er sich normalerweise vierbeinig fort. Das ist natürlich hier jetzt schwer umzusetzen, ne? Weil es sowas in Jurassic World Evolution nicht gibt. Aber ich frage mich gerade, was das für Animationen sind da gerade mit diesem Hopsen und dem Laufen. Das Model an sich ist ganz cool, aber es sieht halt schon ein bisschen albern aus, wie der so hoppelt. Aber der ist auch so schnell. Das muss ja schon irgendwie fast ein Stego oder so sowas sein, ne? Ich glaube, ein Anki, der ist ein bisschen langsamer. Okay, damit kann ich mich irgendwie nicht anfreunden. Das sieht echt sehr, sehr seltsam aus. Das Känguru der Dino-Welt. Den kann man... Also er sieht böse aus, so vom Model her. Aber man kann den irgendwie nicht ernst nehmen, wenn er dann da so rumhoppelt. Das Fressen klappt aber soweit auch. Er kaut sogar so ein bisschen. Ist natürlich dann nicht ganz perfekt, aber sowas finde ich gar nicht schlimm. Also ich glaube, man hätte den wirklich lieber auf vier Beinen machen können. Irgendwie das so versuchen. Weil von der Körperhaltung her sieht er halt schon auch so aus, als wenn er eher auf vier Beinen läuft. Und dann sich höchstens mal so aufrichtet, wenn er dann im Kampf ist oder sich groß machen will oder sowas. Ich zeige euch natürlich auch diesen hier im Entwicklungslabor nochmal. Den haben wir hier nämlich auch. Hier ist er direkt daneben. Der Postosuchus. Können wir auch nochmal einen weiteren Skin freilassen. Und dann schauen wir mal, ob die sich auch unterscheiden. Ja, tun sie. Der sieht aber cool aus hier. Das mit der schwarzen Maserung gefällt mir richtig gut. Und dann dieses orange-rötliche Auge. Ich habe echt keine Ahnung, welche Animation das ist. Das kann man echt schwer zuordnen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also ich finde es wirklich ein bisschen albern, wie es aussieht. Aber der Kopf sieht halt echt böse aus. Ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt sogar mal im Kampf nochmal an. Das ist bestimmt auch sehr, sehr unterhaltsam. Und dafür lasse ich einfach unsere nächste Mod frei. Die werden dann hoffentlich gleich kämpfen. Das ist der U-Tyrannus. Den kennen wir ja schon gut von Ark. Ein gefiederter Theropode. Sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen, das Federkleid. Ist nicht schlecht gemacht. Und die kämpfen hier sogar direkt. Postosuchus gegen U-Tyrannus. Wir schauen uns das Model gleich noch ein bisschen genauer an, wenn die fertig sind. Der Yuti landet hier den ersten Treffer. Und auch den zweiten. Ich hoffe, wir sehen jetzt noch einen Angriff hier von dem Postosuchus.
Oh, das sieht gar nicht gut aus. Er hat ja gar keine Chance hier. Wird jetzt gepackt. Und von dem UT zu Boden gebracht. Dann gucken wir uns das gleich aber auch noch an, wenn dann der Postosuchus sich auch noch mal ein bisschen wehrt. Aber jetzt können wir uns mal das Model hier von dem, jetzt dreht er sich gerade weg, von dem UT gleich angucken. Sieht schon sehr cool aus. Also das Federkleid ist schon nicht schlecht. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben bei dem Model. Und auch der Kopf sieht cool aus. Die Arme sind ein bisschen steif. Aber das ist ja häufig so, weil es da einfach keine Animation gibt, keine passenden. Vielleicht hätte man hier das Skelett von dem, wie heißt er denn hier, der, jetzt fällt es mir nicht ein, der Weiße aus dem ersten Film. Wie kann mir der nicht, Indominus Rex, so, kann der mir nicht einfallen direkt, weil der hat ja auch so ein bisschen längere Arme, die er auch bewegt. Vielleicht hätte man das nehmen können, von den Animationen her. Weil es immer ein bisschen schade, wenn die Arme so steif sind. Weil der Rest sieht schon sehr, sehr gut aus. Hier ist er ganz unten, der U-Tyrannus, auch mit eigenem Bild. Können wir da auch nochmal einen weiteren Skin freilassen. Und dann schauen wir uns mal an, ob es da auch noch weitere Variationen gibt. Und ja, die gibt es. Welcher Schrei ist denn das? Kann man auch echt schwer zuordnen. Wisst ihr sicherlich, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Also bis auf die Arme gefällt er mir richtig gut. Legt er sich jetzt hier auch noch mit dem Seismo an? Na, das glaube ich nicht. Ich habe jetzt nochmal pausiert. Jetzt könnt ihr das nochmal sehen. Also der Kopf sieht richtig cool aus. Das Auge in Rot ist auch echt böse. Und ja, die Federn sehen nicht schlecht aus. Ich meine, wenn man so ein bisschen rauszoomt, sieht das schon sehr, sehr nach Federkleid aus. Wenn man da rangeht, ist es natürlich dann nicht mehr ganz so schön. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so einfach umsetzbar. Wäre natürlich cool, wenn die Dinosaurier irgendwann so aussehen vom Fell her wie die Tiere bei Planet Zoo. Das wäre richtig cool. Aber jetzt seht ihr nochmal die Beine. Hier unten sind die halt nicht mehr gefiedert. Jetzt könnt ihr auch nochmal den Postosuchus im Kampf sehen. Jetzt sollte er auch hier selber mal zurückschlagen, weil ich ihn ein bisschen modifiziert habe. Oh ja, okay. Das ist halt wirklich von einem Stegosaurus-artigen Dinosaurier, die Animation. Welcher es genau ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher so ein kleinerer wie der Gigant Spino oder sowas. Boah, das sah aber nicht schlecht aus, die Schweifhiebe. Das fand ich ganz cool, muss ich sagen. Und der letzte für heute ist ein Flugsaurier. Mit einem sehr, sehr lauten Schrei. Ah, das ist natürlich schade, ne, dass der nicht angepasst wurde, der Schrei. Ja, gerade bei solchen lohnt es sich, die Audio-Files zu ändern, finde ich. Das ist der, lasst mich nicht lügen, Hatzek Opterix. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ihr könnt gerne auch wieder Fakten in die Kommentare schreiben über die Saurier und Urzeitwesen, die ich euch heute zeige, weil ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Ein sehr, sehr abstrakt aussehender Flugsaurier mit einem riesigen Kopf und Hals. Also laut Google-Bildern hatte er wirklich halt so einen großen Kopf, beziehungsweise vielleicht ein bisschen kleiner. Also ich glaube, es ist hier ein bisschen übertrieben bei der Mod. Weil wenn ihr euch mal die Flügel im Vergleich anguckt, ich glaube nicht, dass der hätte fliegen können mit diesen kleinen Mini-Flügeln. Das macht nicht viel Sinn. Die Animationen sehen gar nicht so schlecht aus. Ist natürlich nur schade, dass dieser halt ja niemals abheben wird. Wird sich halt nur hier am Land bewegen. Aber besser als nichts, ne? Also finde ich voll okay. Ich würde mir halt auch gerne noch so ein paar Mods wünschen für das Aviarium. Dass man da vielleicht mal noch ein bisschen Abwechslung kriegt. Die Morphodon oder vielleicht sogar diesen hier. Sollte doch machbar sein mit den Animationen von dem Pteranodon. Das Model an sich sieht gar nicht so schlecht aus. Sieht halt für mich nur sehr unproportional aus. Aber da kann ich euch halt nicht sagen, wie nah das am Original dran ist. Die Farben sehen ganz cool aus, die Animation bis jetzt auch.
Kann euch aber auch gerade nicht sagen, welches Model das ist. Von den Sounds und von den... Oh, hier wurde sogar der Text angepasst. Also keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch irgendein mittelgroßer oder kleiner Fleischfresser sein. Wir können uns den ja auch eigentlich mal im Kampf noch angucken, würde ich sagen. Beziehungsweise wir gucken jetzt erstmal natürlich, bevor ich es vergesse, uns den gemeinsam hier in dem Menü an. Der hat auch ein schönes angepasstes Bild. Und wir lassen jetzt mal schnell einen anderen Skin frei. Ja, der sieht dann auch komplett anders aus. Cool. Könnte das denn für ein Schrei sein? Vielleicht Baryonyx oder so? Gute Frage. Also ich finde es halt wirklich echt gar nicht so schlecht von den Animationen. Dafür, dass er so eine komplett andere Körperform hat. Das Fressen und Trinken funktioniert auch 1A. Und ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt mal im Kampf nochmal an. Die klingen, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Wobei. Ne, das könnte schon der Schrei sein. Von der Körpergröße her kommt es auch hin, also vom Schnabel her, der Schnauze. Ist ganz schön ausgeglichen. Jetzt blutet der Baryonyx. Den habe ich aber vorher auch so noch nie gesehen. Hatzek Opterix. Oh, die trennen sich jetzt sogar hier. Das heißt, wir sehen jetzt hier noch gar kein Finish. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht gut ausgehen für den Baryonyx. Der ist schon stark am Bluten. Und ich glaube, der Kopf ist jetzt gesenkt. Der Hatzek Opterix greift ihn hier. Und ich muss sagen, die Animation sah gar nicht so schlecht aus. Aber Leute, das soll es jetzt heute mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, die vier Mods, die ich euch hier vorgestellt habe, haben euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche ihr von den vier am coolsten fandet. Und wenn ihr die selber ausprobieren wollt, die sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt für euch. Falls das Video euch gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.